Liebe Bürgerinnen und Bürger, die NPD macht momentan bundesweit Veranstaltungen, Kundgebungen, Informationsstände, Demonstrationen und vieles anderes, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Deutschen uns jetzt im Jahr 2014 entscheiden müssen, ob es in einigen Jahren noch einen Sozialstaat geben kann und geben wird, der dafür sorgen kann, dass deutsche Rentner beispielsweise in Würde ihren Lebensabend begehen können, dass deutsche Familien unterstützt und gefördert werden können, dass beispielsweise auch finanziell Schwache, die schuldlos in Not geraten sind, aufgefangen werden in einem echten sozialen Netz, was diesen Namen auch verdient. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat erst kürzlich festgestellt, dass nicht nur Deutsche hier in Deutschland Kindergeld beziehen dürfen, sondern auch Polen und Tschechen und andere Europäer, die gar nicht, deren Kinder gar nicht in Deutschland leben. Studien haben ergeben, dass uns dieses Urteil, allein dieses Urteil, im laufenden Jahr 2014 noch fast 700 Millionen Euro kosten wird. In der Bild-Zeitung war vor einigen Tagen zu lesen, dass alleine die in Deutschland lebenden EU-Ausländer alljährlich uns Sozialbeitragszahler und uns Steuerzahler 3 Milliarden Euro für Hartz IV und für Kindergeld kosten. Das sind Riesensummen, die an anderen Stellen fehlen. Bei Bildung, wir haben immer mehr marode Schulen in Deutschland. Bei Straßen, fahren Sie mal über die Schlaglochpisten, das ist nicht mehr statthaft und mittlerweile fordern SPD-Politiker gar eine neue Asphaltsteuer einzuführen, obwohl wir alle schon ständig gebeutelt werden mit immer höheren Spritpreisen, mit immer höheren Steuern, Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, Ökosteuer. Es gibt eine Dreifachbesteuerung auf den Sprit und darauf soll, wenn es nach Teilen der SPD geht, auch noch eine Asphaltsteuer draufgesattelt werden. Wir werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und dieses Geld fließt aber nicht in deutsche Schulen. Damit werden keine deutschen Familien gefördert. Damit wird nicht der deutsche Mittelstand unterstützt, sondern Asylbewerber rundum alimentiert. Für das laufende Jahr wird ein Anstieg der Asylbewerberzahlen von 80% prognostiziert. Wenn man davon ausgeht, und das ist eine seriöse Rechnung, dass uns Deutsche jeder Asylbewerber pro Monat 1.000 Euro kostet, also im Jahr mindestens 12.000 Euro, wir davon ausgehen können, dass allein im letzten Jahr schon fast 10 Milliarden Euro dafür aufgewandt wurden, um Asylbewerber hier in Deutschland durchzufüttern, dann können wir mit Fug und Recht davon ausgehen, dass uns dieser Irrsinn im laufenden Jahr 2014 18 Milliarden Euro kosten wird. Diese Kosten werden den deutschen Sozialstaat zerstören, wenn wir nicht bald dagegen aufbegehren. Wir als NPD stehen ganz klar für die Aussage, deutsches Geld zuerst für deutsche Aufgaben. Deutsche Aufgaben sind, die innere Sicherheit erhalten, Schulen auszubauen, Familien fördern, Mittelstand fördern und auch wieder mehr Geld in Hochschulen und Forschung zu stecken. Wir Deutschen haben keine Ressourcen, keine Rohstoffe. Der einzige Rohstoff, den wir Deutschen haben, sind unsere klugen Köpfe. Und diese klugen Köpfe müssen wir ausbilden, damit wir auf dem Weltmarkt wirtschaftlich gesehen eine Chance haben. Stattdessen holen wir immer mehr Wirtschaftsflüchtlinge rein, die uns die Haare vom Kopf fressen. Allein für dieses Jahr wird mit einer Zuwanderung allein aus Rumänien und Bulgarien von 180.000 Personen gerechnet. Sogenannte Roma sind hierbei überrepräsentiert, im Volksmund besser als Zigeuner bekannt. Ganze rumänische Zigeunerdörfer ziehen nach Deutschland, um es sich hier in der sozialen Hängematte gemütlich einzurichten. Und gegen diese Entwicklung begehren wir auf. Wir als NPD sagen Schluss
der Masseneinwanderung in den deutschen Sozialstaat. Schluss mit der Masseneinwanderung von Kriminellen, die sich hier nicht an die deutschen Gesetze halten wollen. Schluss mit der Rundumversorgung von Wirtschaftsflüchtlingen und Faulpelzen aus aller Welt. In allen normalen Ländern ist es Usus, dass man erst einige Jahre in die Sozialkassen eingezahlt haben muss, bevor man nur einen Cent aus diesen Kassen entnehmen darf. In den Vereinigten Staaten von Amerika muss ein Ausländer erst mal 10 Jahre einzahlen, bevor er nur einen Cent aus der Kasse entnehmen darf. Hier in Deutschland muss man sich nur anmelden und wird sofort mit Kindergeld, mit Hartz IV, mit Wohngeld und sämtlichen anderen Sozialleistungen überfüllt. Wir als Steuerzahler, wir als Sozialbeitragszahler müssen uns aber entscheiden, wollen wir diese Willkommenskultur, diese völlig falsch verstandene Willkommenskultur weiter so praktizieren und weitere Milliarden über den Jordan wandern lassen, oder wollen wir dafür sorgen, dass der Sozialstaat auch in Jahrzehnten noch Bestand haben kann? Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Einwanderung in den deutschen Sozialstaat beendet wird. Dann müssen wir dafür sorgen, dass arbeitslose und kriminelle Ausländer wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Dann müssen wir dafür sorgen, dass deutsches Geld endlich ausschließlich für deutsche Aufgaben, für deutsche Interessen eingesetzt wird und nicht für fremde Interessen aus dem Fenster geschmissen wird. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, war erst vor wenigen Wochen erneut in Griechenland mit teuren Steuergeldgeschenken im Gepäck. Sie hat dort den Griechen zugesagt, dass sie vorhat, mit deutschen Steuergeldern eine griechische Förderbank zu finanzieren. Mit diesen Geldern sollen in Griechenland mittelständische und Kleinunternehmen gefördert und subventioniert werden. Da frage ich mich, wie kann das sein? Hier in Deutschland zahlen wir Milliardensummen für Rettungsschirme, für Bürgschaften, für Hilfspakete für Griechenland, für Spanien und andere südeuropäische Staaten und haben hier in Deutschland nichts davon. Deutsche Unternehmen stecken mehr und mehr in der Kreditklemme, bekommen keine Kredite, bekommen keine Möglichkeiten zu investieren, und unsere Gelder sollen jetzt nach Südeuropa gepumpt werden. Das sehen wir als NPD nicht ein. Wir sagen, dieses Geld muss hier in unserer Heimat, hier in Berlin investiert werden und nicht irgendwo in Griechenland, irgendwo in Spanien. Griechenland hat in der vorletzten Woche gesagt, ja, wir haben ja jetzt endlich wieder einen Primärüberschuss. Ein Primärüberschuss kann man sich so vorstellen, die haben jetzt wieder die Möglichkeit, ihre Kosten zu begleichen. Wenn man aber Zinsen und alle anderen durch die EU-Troika auferlegten Kosten abzieht, das ist natürlich eine Mogelpackung, mit der wir Deutschen dazu angehalten werden sollen, weiter in die Tasche zu greifen und weiter die Spendierhosen anzuziehen. Wir Deutschen sollten uns aber von der EU, von Angela Merkel und von Griechenland nicht verdummen lassen. Griechenland hat immer noch eine Jugendarbeitslosigkeit von 59%. Dort hat die Wirtschaft noch immer nicht Fuß gefasst, trotz dreistelliger Milliardensummen. Wie viel Geld wollen wir noch nach Griechenland pumpen, ohne dass es einen volkswirtschaftlichen, einen ökonomisch nachhaltigen Sinn hat? Wir Deutschen sollten endlich zur Vernunft kommen und uns nicht von irgendwelchen Medien, von irgendwelchen volksvergessenen Politikern einreden lassen, dass wir irgendwelche Verantwortung für irgendwelche anderen Völker, irgendwelche anderen Länder, irgendwelche anderen Staaten übernehmen müssten. Wir haben alle nur eine einzige Verantwortung. Und diese Verantwortung lautet Deutschland. Wir müssen, und das wollen wir als NPD bei dieser Europawahl umsetzen, wir als deutsche Politiker müssen eines nur beachten: Das Einzige, was der deutschen Politik als Ziel auferlegt werden kann, ist, die Zukunft des deutschen Volkes zu sichern. Und diese Zukunft des deutschen Volkes ist derzeit sowohl kulturell, sozial als auch finanziell in Gefahr, weil immer mehr Fremde nach Deutschland gelassen werden, die überhaupt nicht darüber nachdenken, sich hier zu integrieren. Wir haben mittlerweile 16
Millionen Menschen nicht deutscher Herkunft in Deutschland. Davon über 5 Millionen Türken. Am nächsten Sonnabend will der türkische Ministerpräsident Erdogan wieder einmal nach Deutschland kommen, um hier zu seinem mittlerweile hier in Deutschland lebenden Volk zu sprechen. Wir haben mittlerweile 5 Millionen, zumindest nach offiziellen Zahlen, 5 Millionen Türken in Deutschland. Im August findet in der Türkei die Präsidentschaftswahl statt. Erdogan will diesmal nicht nur Ministerpräsident, sondern auch Präsident werden. Er weiß, diese 5 Millionen Türken, die mittlerweile in Deutschland wohnen, sind bei dieser Wahl in der Türkei erstmals wahlberechtigt. Er weiß, die Wahl wird auch in Deutschland entschieden. Das heißt, wir haben in diesem Jahr hier in Deutschland nicht nur eine Europawahl, sondern auch eine Türkeiwahl, einen türkischen Wahlkampf auf deutschem Boden. Das muss man sich mal reinziehen, dass hier in Deutschland Türken und türkische Wählerstimmen buhlen. Wir als NPD lehnen das ab. Wir sagen ganz klar, wenn Erdogan zu seinen Landsleuten sprechen möchte, soll er seine Landsleute gefälligst nach Hause holen, soll die 5 Millionen Türken mitnehmen und dann sind wir Deutschen endlich viele Sorgen los, weil diese Türken uns jährlich Milliardensummen kosten. Wenn man sich mal in den Berliner Knästen umschaut und mal sich anguckt, wer dort die Intensivstraftäter sind, 80% der Intensivstraftäter, also derjenigen, die innerhalb kurzer Zeit mehr als 10 Straftaten begehen, sind türkischer und arabischer Herkunft. Das ist die Einwanderung, das ist die Bereicherung, von der die Politiker ständig faseln. Hohe Kosten, hohe Kriminalität und eine rasant voranschreitende Islamisierung, die auch in Berlin anhand von Moscheen und islamischen Gebetszentren, von Friedensrichtern, Parallelgesellschaften und anderen Erscheinungen der islamischen Welt schon gesehen werden können. Und diese Islamisierung des deutschen Landes lehnen wir ab. Wir wollen nicht, dass irgendwann hier statt des deutschen Strafrechts irgendwann die Scharia gilt. Wir wollen nicht, dass islamische Friedensrichter in Deutschland Recht sprechen. Wir wollen, dass Ausländer, die sich nicht an deutsche Gesetze halten wollen, samt und sonders in ihre Heimat zurückgeschickt werden und mit einer lebenslangen Einreisesperre belegt werden. Es darf uns Deutschen nicht länger zugemutet werden, dass wir Asylschmarotzer, Sozialschnorrer und kriminelle Ausländer jahrelang durchfüttern und am Ende noch als Ausländerfeinde beschimpfen lassen müssen. Wir als NPD sagen ganz klar, Touristen, Auszubildende, Studenten, Herr